unberührte Natur. Und ein dynamischer Mann läuft ins Bild. Oh, sogar mit Migrationshintergrund wie weltoffen. Jetzt blenden wir ein paar emotionsgeladene Schlagwörter ein. Unterhaltung, Niveau, Sex, Fußball, Squirting, Sale. Aber schauen Sie mal, was jetzt kommt. Deutschlands größte Fernsehentertainer. Um ihre Bedeutung zu unterstreichen, haben wir ihr Geburts- und ihr Sterbejahr dazu geschrieben. Und jetzt sehen Sie sich mal diesen blassen, dünnen Jungen mit dem schlecht ausgeleuchteten Gesicht an. Gehört vielleicht auch er eines Tages zu den ganz Großen des deutschen Fernsehens? Glauben Sie nicht? Aber schauen Sie doch mal, wie begeistert die Menschen auf diesen Bildern applaudieren. Günther Jauch, Thomas Gottschalk, Sylvie Mais, Ashton Kutcher, Joko und Klaas, Roy Black, Manfred von den Flippers, Helene Fischer und sogar dieses niedliche Monchichi. All diese Stars könnten eines Tages im Neo-Magazin Royal zu Gast sein. Im ZDF, hier ein beeindruckender Helikopterflug über das Sendegebäude. Und schon die Musik sagt, wir sind groß, aber menschlich geblieben. Unser engagiertes Team wird jede Woche sein Bestes geben, mit viel Arbeit, aber auch einer gehörigen Portion Spaß. Im Fernsehen und im Internet geht es uns nur um eines, Ihnen, liebe Zuschauer, eine unterhaltsame halbe Stunde zu schenken. Entfliehen Sie dem hektischen Treiben überbelichteter Fußgängerzonen oder dem ungewöhnlich schnell fließenden amerikanischen Berufsverkehr. Gönnen Sie sich ab dem 5. Februar donnerstags eine Auszeit in der Abgeschiedenheit von ZDF Neo. Wie dieser Baum. Oder kommen Sie mit, jeden Freitag, an den Programmrand des ZDF. Na, sieht es in Ihrem Kopf jetzt so ähnlich aus wie in diesem Raum? Dann bleiben uns zum Schluss nur noch zwei Fragen. Ist diese Frau alt genug für legalen Geschlechtsverkehr? Und hat eigentlich irgendjemand die Rechte für das Bildmaterial in diesem Trailer geklärt?